Sind brisante Informationen aber erst einmal in den Redaktionen gelandet, kommt es nicht selten zu Interventionen aus Politik und Wirtschaft. Am Dienstag hat die Fachzeitschrift Der österreichische Journalist die Journalisten des Jahres ausgezeichnet. Wir haben mit den Preisträgern Ulla Kramer-Schmidt und Michael Nikbatsch gesprochen und sie unter anderem gefragt, welche Erfahrungen sie mit Einmischungen von außen gemacht haben. Die Profilaufdeckerin Ulla Kramer-Schmidt wurde zur Journalistin des Jahres 2013 gewählt. In Zeiten zunehmender Einflussnahme seitens der Industrie und in einem Wahljahr besonders auch der Politik ein ganz besonderer Vertrauensbeweis. Es hat die Branche gewählt und das ist das, was zählt. Und es bedeutet mir wahnsinnig viel. Also ich hab so eine Riesenfreude. Ich kann das echt kaum beschreiben. Und mich der Herr Teitler angerufen hat, war ich gerade damit beschäftigt, irgendwie zwei Mittagessen für meine Kinder vorzukochen. Ja. Also das eine Mittagessen musste leider in den Whiskywill wandern. Das war ein Fleischlaverl, die sind mir echt angebrannt, so baff war ich. Nein, ich habe wirklich eine Riesenfreude und es bedeutet mir wahnsinnig viel. Wirklich. Doch auch eine begehrte Auszeichnung ist kein Garant für Freiheit von Ab- und Umlenkungsversuchen. Na, natürlich versucht jedes Subjekt und jedes Objekt unserer Berichterstattung, sich selbst ins bessere Licht zu rücken. Und natürlich versucht jeder, seine Sicht der Dinge darzustellen. Man muss halt dann einfach abwägen, aufgrund der Recherchen, wie die Geschichte liegt. Und daher, das ist deren Geschäft, das andere ist unser Geschäft. Auch Michael Nikbatsch, für seine investigativen Wirtschaftsreportagen ausgezeichnet, sieht die Sachlage pragmatisch. Einmischungsversuche gehören eben zum Medienalltag. Ich könnte das letzte Mal jetzt nicht genau sagen, es ist ewig her und es hat genau gar nichts gebracht, deswegen habe ich es auch nicht abgespeichert. Kommt im Leben eines Journalisten immer wieder vor, hält sich in letzter Konsequenz bei denen, die sich auf Qualität verstehen, in engen Grenzen, weil man weiß, dass es ohnehin keinen Sinn hat. Bedrohungsszenarien sind also glücklicherweise recht rar und der Betroffene muss sich zu wehren wissen. Ulla Kramer-Schmidt erinnert sich an die Erfahrung einer Kollegin. Die ist einmal von einem Pressesprecher irrsinnig angebrüllt worden und sie hat gesagt, ich lege jetzt auf, weil ich lasse mich nicht anschreien. Und dann hat er noch einmal angerufen und sie hat gesagt, du, so lasse ich nicht mit mir reden. Und er hat ganz cool und ganz ruhig geantwortet, bei anderen funktioniert es.